wie schön, dass du da bist. Sag mal, hast du einen Wein da oder so? Ja, Litchi. Ey, Litchi, ich nehme den Honig aus der Kasse. Rot? Mit wenn ich gewusst hätte, dass du heute schon kommst. Außer dir weiß es auch noch niemand. Und Stefan? Ich glaube, da läuft was mit einer anderen. Hast du... Hat er dir das gesagt? Ich weiß, das war scheiße von mir. Aber ich hatte 2 Wochen nichts von ihm gehört, da habe ich... Naja, ich habe seinen Mail-Account geöffnet. Maisha. Wenn er was zu verbergen hat, hätte er mir ja nicht das Passwort gegeben. Und wann war das? Ich weiß nicht. So vor einem halben Jahr? Gut, wir hatten öfter mal Stress zu Semesterende. Gut, das hat jede Beziehung. Jeder hat mal eine Krise oder so, aber das... Maisha, sei mir nicht böse, aber ich muss echt mal weitermachen. Weißt du, ich habe meinen anderen Job schon verloren. Ohne den kann ich die Studiengebühren einfach nicht bezahlen. Sie heißt Wiebke, kommt aus Plön und hat gerade ihren Abschluss in Mediengestaltung an der FH gemacht. Aus heiterem Himmel ganz große Liebe. Das seit fast 3 Wochen. Echt? Naja, ist ja auch egal. Sorry, tut mir leid. Ich will dich hier auch nicht länger belästigen. Was für eine Wiebke? Keine Ahnung. Aber das hier gehört jedenfalls nicht ihr. Ich hab dir doch gesagt, dass Salsa-Soße aus Lycra nicht mehr rausgeht. Vielleicht hätten wir die Pyjama-Party vor 2 Jahren doch lieber nackt veranstalten sollen. Die hing bei uns im Badezimmer, an dem Haken direkt neben seinem Handtuch. Sassi, weißt du überhaupt, wie lange wir uns schon kennen? Ich meine, wir hatten das nicht geplant oder so. Wir wollten es dir ja sagen, wenn du die Prüfung hinter dir hast. Du hast... Nein. Ihr habt in unserem Bett... Gott, ja nicht wissen, dass da noch eine andere knallt. Aber mich hintergehen, das hat dir keinen Kopfschmerzen bereitet, du, ja? Du bist es doch, die von Anfang an gesagt hat, dass da nur eine Übergangslösung ist, bis du was Besseres findest. Na und? Sowas sage ich ständig in meinen Beziehungen. Wo ist denn da das Problem? Bin ich vielleicht Hellseherin oder was? Steht das auf deiner Stirn geschrieben, dass du... Sassi, als wir 5 Jahre alt waren, da haben wir unseren Barbiepuppen die Köpfe mit Padex zusammengeklebt. Wie gut muss man sich denn überhaupt kennen? Saskia, denkst du noch ans Aufdecken für die Beerdigung von der Frau Müller? Die Leine, Litchi! Das soll immer noch meinen Laden! Dann such dir eine andere Kuh, die für 6 Euro die Stunde mal hoch. Und jetzt schwer ab! Ich habe ein Problem!